Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. Meine Mission ist es, dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist mit deiner Neurodermitis. Deshalb gibt es auch hier den Hautbalance-Podcast, in dem ich dich immer wieder daran erinnere, dass du nicht alleine bist und vor allem, dass du auch ganz viel für dich und deine Hautgesundheit tun kannst. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Tanja Renner als Gast. Sie hat Nick e.V. gegründet und ihre Mission ist ganz ähnlich, denn auf Nick e.V. verbindet sie Autoimmunerkrankungen und ist sozusagen der digitale Lotse, um dir Hilfestellung zu geben. Im Interview erfährst du, wie sie zu Nick e.V. gekommen ist, warum sie Nick e.V. gegründet hat und vor allem auch, wie du Nick e.V. für dich nutzen kannst, um in deiner Verantwortung für dich und deine Gesundheit zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Tanja. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast, hier in meinem Podcast dabei zu sein und dass wir heute sprechen können. Ich habe mich wirklich schon total auf diesen Termin heute gefreut. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer Tanja Renner ist, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, sehr gerne, Sarah. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei dir sein darf und es ist tatsächlich mein erster Podcast. Ach, verrückt. Genau, mein Name ist Tanja Renner, ich bin 50 Jahre alt und Mutter einer Tochter, verheiratet, habe einen kleinen Hund noch hier zu Hause und mein zweites Baby ist tatsächlich auch Nick e.V. Und ich komme aus dem Gesundheitswesen, ich habe viele, viele Jahre für die Pharmaindustrie gearbeitet, habe für einen Apothekenkonzern oder für einen Apothekenverbund über 10 Jahre in Hamburg gearbeitet und kenne eigentlich so alle Facetten aus Sicht des Patienten, aus Sicht des Arztes, aus Sicht der Pharmaindustrie. Und das war natürlich mein ganz großer Vorteil auch, den ich für Nick e.V. mitgenutzt habe. Da sprichst du jetzt ja schon was Besonderes an. Vielleicht denkt jetzt der eine Hörer oder die eine Hörerin, was ist denn dieser Nick e.V.? Und vielleicht steigen wir da auch gleich mal ein. Was ist Nick e.V. und wie kam es dazu, dass du Nick e.V. gegründet hast? Ja, also Nick e.V. ist eigentlich ja ganz klein, frech, jung, innovativ und möchte ja die Welt verändern. Nick e.V. ist das Netzwerk für Autoimmunerkrankte. N steht für Netzwerk, I für Immun und K für Krankheiten. Und ich habe Nick e.V. gegründet, um anderen Menschen zu helfen, Autoimmunerkrankungen besser zu verstehen. Und ich habe selber halt einen sehr langen Leidensweg durchlaufen und ich komme mir auch schon immer so unfassbar alt vor, wenn ich so zurückblicke, denn es ist tatsächlich 1999 gewesen. Und wo mich eigentlich so die ersten Schübe damals eingeholt haben, ich ständig morgens mit geschwollenen Gelenken aufgewacht bin, nach sportlichen Aktivitäten immer mehr geschwollene Gelenke hatte und geschwollene Gelenke waren bei mir damals die Knie, die Ellbogen, auch die Füße zum Teil, die einfach so unfassbare Schmerzen bei mir ausgelöst haben und ich tatsächlich nie wirklich ernst genommen wurde. Ich bin Orthopäden gefahren. Ich habe manchmal morgens verzweifelt meine Mutter angerufen, die mich immer wieder gefahren hat, weil ich konnte teilweise noch nicht mal die Treppen aus meiner Wohnung runtergehen, weil es so schmerzhaft war. Und ja, da kann ich immer nur sagen, danke Mama, wie Mütter dann so sind. Und alle Orthopäden, die ich aufgesucht habe, habe ich irgendwann nur noch ver- und beurteilt. Danach kann er gut punktieren, kann er mir gut irgendwie Cortison in die Knie spritzen. Und danach war halt immer wieder erstmal Erleichterung geschaffen. Ja. Aber ich habe selber ja über Jahre gemerkt, irgendetwas stimmt da einfach nicht. Das ist ja nicht normal. Und auch mein Freundeskreis hat mich irgendwann nicht mehr ernst genommen. Oder es waren halt sehr viele, die mir dann irgendwann nicht mehr geglaubt haben. Weil es ist ja häufig so, dass also erstmal die Krankheit oder das, was ich hatte, noch gar keinen Namen hatte. Okay, also du wusstest gar nicht, was du hast in dem Moment. Du hast nur gespürt, irgendwas ist nicht richtig. Ich habe Schmerzen, mir geht es schlecht. Aber
Keiner konnte dir erstmal sagen, was steckt Genau, dahinter. ich bin eigentlich gesund abends ins Bett gegangen und morgens auf einmal wieder halt mit dem Leiden der Flüssigkeit auf den Gelenken und den wahnsinnig zerreißenden Schmerzen aufgewacht. Und die einzigen, die mir halt immer kurzfristig geholfen haben, waren halt die Orthopäden. Ich wusste auch keinen anderen Arzt, wo ich hingehen sollte. Aber die haben das halt auch einfach nur abgetan. Weißt? Und das ging dann Jahre. Und es war auch eine Zeit meiner beruflichen Positionierung, was es natürlich sehr schwer macht, weil ich bin ein wahnsinnig aktiver Mensch und bin sehr, sehr anspruchsvoll von dem, was ich tue und möchte halt einfach ganz korrekt sein. Und das passte so gar nicht in mein Lebensbild, krank zu sein und auf einmal von jetzt auf gleich zu sagen, ich kann Termine nicht einhalten. Also das gibt es in meiner Denke gar nicht so. Und mein Körper hat aber tatsächlich einfach anderes gefordert und hat nach was anderem geschrien. Und jetzt brauche ich gar nicht die ganzen Jahre zu erzählen, aber von 99 bis 2005 hat es tatsächlich gedauert, bis ich dann eine Diagnose bekam, meine Erkrankung einen Namen bekam. Sie bekam den Namen Rheuma damals noch. Und auch das war irgendwie so ganz skurril. Ich habe mich tierisch gefreut, einen Namen zu haben. Aber in meinem Freundeskreis und Familienkreis war dieses auf einmal so, oh Gott, Rheuma. Rheuma haben ja nur alte Leute. Und bei uns in der Familie hatte doch gar keiner Rheuma. Wie kommst du auf Rheuma? Du kannst doch gar kein Rheuma haben. Also es preschte so von allen Seiten irgendwie auf mich ein. Und ich dachte nur, nein, halt stopp. Also ich bin gerade ganz froh, dass es einen Namen bekommen hat. Und es war komisch. So. Und dann hatte ich einen ganz tollen Rheumatologen, was ja auch Glück ist, dann direkt an einen Rheumatologen ranzukommen, der mich dann halt auch noch näher durchleuchtet hat und dann festgestellt hat, dass es gar nicht das klassische Rheuma ist, sondern bei mir halt auch die Nägel komisch aussahen, was mir damals gar nicht so aufgefallen ist. Da waren kleine Tüpfchen drin und ich hatte auch sehr raue Ellenbogen. Und das waren so die Faktoren, wo er sagte, das ist, glaube ich, eher eine Psoriasis-Arthritis. Und daraufhin wurde ich dann zu einem Dermatologen überwiesen, der auch gigantisch war. Und der hat tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht. Der hat gesagt, so, also ich sehe hier eine junge Frau, die einfach mitten im Leben stehen möchte und geplagt und zerfressen von Schmerzen ist, die muss ich da einfach irgendwie rausziehen. Und er hat mir dann ein Medikament verordnet, was mir eine neue Lebensqualität geschenkt hat. Und natürlich habe ich mich sehr lange damit auseinandergesetzt, indem ich schon irgendwie dachte, okay, ich bin jetzt so jung, ich muss jetzt ein Medikament einnehmen, vielleicht mein Leben lang, weil eine chronische Erkrankung begleitet dich dein Leben. Ja. Du wirst sie annehmen müssen, in welcher Form auch immer. Es bedeutete aber auch für mich, dass ich die Entscheidung hatte, die Medikamente zu nehmen und eine neue Lebensqualität zu haben, aber auch eventuell nicht schwanger werden zu dürfen. Mhm. Medikamenten. Und das war natürlich halt schon ein heftiger Weg für mich und eine schwere Entscheidung, aber ich wusste halt, mit den Schmerzen kann ich auch nicht leben und ich wollte halt erstmal wieder in dieses normale Leben reinkommen. Ja. Und somit habe ich mich dann für die Medikamente entschieden und mit den Jahren, die ich dann eine neue Lebensqualität leben und genießen und erfahren durfte, gab es dann auch wieder neue Richtlinien, dass es hieß, ich kann das eine Medikament absetzen und wenn ich das absetze, darf ich dann halt auch mich mit dem Kinderwunsch auseinandersetzen. Okay, ja. So, was natürlich wunderbar war. Und warum erzähle ich das? Ich wurde dann halt auch schwanger vor 10 Jahren und in der Schwangerschaft haben mich halt die Schübe wieder so schlimm eingeholt. Okay. Und da war ich auf der Suche nach Hilfe. Ich habe Physiotherapeuten gesucht. Ich habe Geschichten gesucht von anderen Schwangeren, wie es denen ging. Und ich habe einfach gar nichts gefunden. So, ich hatte zwar meinen tollen Dermatologen und Rheumatologen und Gynäkologen, die mich einfach da wunderbar durch die Schwangerschaft gebracht haben, zum Glück. Aber ich habe nichts gefunden, was ich sonst noch wollte. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte anderen Menschen helfen, dass sie besser an die Informationen rankommen, dass ihnen gezeigt wird, dass sie nicht alleine sind, verstehen, warum es so wichtig ist, die Erkrankung zu akzeptieren. Und dann habe ich, nachdem ich 2014 meine Tochter auf die Welt gebracht habe, 2016 Nick e.V. gegründet. Wahnsinn.
Ja, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte so offen teilst. Und ich sehe da auch ganz viele so Parallelen. Ich glaube, man sieht immer Parallelen auch zu anderen Autoimmunerkrankungen, weil die haben nun mal sehr viel gemeinsam. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mir mal erzählt hattest, dass deine Hände auch so stark geschmerzt hatten, als deine Tochter, glaube ich, auch ganz klein war. Und so ging es mir damals auch. Ich konnte ja auch meine Hände nicht benutzen, weil die ja mit Neurodermitis betroffen waren, die auch so geschmerzt hatten. Und man fühlt sich ja so eingeschränkt in dem Moment im eigenen Leben und dann so diese Hilfe zu bekommen, die man braucht. Und gerade wenn man nicht weiß, an wen kann ich mich wenden, ist es halt super, dass du dieses Netzwerk jetzt gegründet hast, weil ihr teilt ja ganz viele auch Geschichten von Betroffenen, wo man sieht, man ist einfach nicht alleine mit dieser Situation und mit dieser Krankheit. Und ich weiß nicht, wie viele Mutmachgeschichten ihr schon veröffentlicht habt. Ich habe sie nicht gezählt. Ich habe sie auch tatsächlich nicht gezählt. Ich glaube, es geht fast an die 100 ran. Und ich bin auch so glücklich und jedes Mal packt es mich wieder und berührt es mich so sehr, wenn ich diese ganzen Geschichten lese. Ich lese sie alle selber und sehe halt einfach, dass jeder einfach so sein Päckchen zu tragen hat und es so wunderbar ist, dass man die Menschen, die gerade noch ganz am Anfang stehen, mit diesen Geschichten einfach mitnehmen kann und ihnen zeigen kann, dass egal, was man für eine Geschichte teilt, dass man seinen Weg irgendwann findet. Und Ja. es sind wirklich ganz, ganz wunderbare Geschichten, die, glaube ich, all denen, die am Anfang stehen oder gerade in einem Tief sich befinden, einfach ganz toll helfen können. Aber wie du das nochmal mit deinen Händen sagtest, da kommt mir das auch wieder so, diese Erinnerung. Ich konnte tatsächlich auch meine Tochter noch nicht mal halten. Und dieses optisch gar nicht so erkennbar krank zu sein, aber diesen Schmerz zu ertragen, das macht ja auch mit einem so viel. Also ich fand mich so unausstehlich. Das war also auch meinem Umfeld gegenüber, weil ich einfach diesen Schmerz nicht akzeptieren wollte, ne? Und dieser Schmerz einfach so schrecklich ist. Und das kann man einfach gar keinem erklären. Und man vergisst es ja zum Glück. Deswegen, das wollte ich gerade nur noch mal irgendwie so erwähnen, weil du das gerade sagtest, ja. Ja, und jetzt habe ich gerade zwei Gedanken. Ich fange mal erst mit der einen Frage an. Und ich hoffe, ich erinnere mich dann gleich an die zweite. Nochmal zu den Mutmachgeschichten zurück. Erkennst du in den ganzen Geschichten irgendwie so einen Zusammenhang, was fast allen Betroffenen geholfen hat? Oder gibt es da irgendwie so eine Sache, wo dann bei vielen so diese Veränderung dann stattgefunden hat, dass es dann irgendwann besser wurde? Also ihr behandelt ja alle Autoimmunerkrankungen, gibt ihr ja Präsenz, ne, von Hautkrankheiten, aber auch mit dem Darm oder Gelenken. Genau, Gibt es vielleicht. da? Entschuldigung. Ja. Genau, vielleicht sage ich erstmal überhaupt, welche Autoimmunerkrankungen bei uns bedient Ja. werden. Wir haben die Erkrankung Multiple Sklerose. Wir haben die ganzen rheumatischen Erkrankungen, ne, also von der rheumatoiden Arthritis bis zur Vaskulitis, wo ja auch ein Lupus drunter fällt und vieles mehr. Wir haben die chronisch entzündlichen Hauterkrankungen mit dem Fokus der Neurodermitis, der Schuppenflechte und auch jetzt neu der Acne inversa. Und wir haben chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie du sagtest, halt die Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Und wenn ich die Geschichten lese, denke ich manchmal, wie gut, dass ich nur die Psoriasis-Arthritis habe, weil es also manchmal auch noch Geschichten gibt, Sarah, die treiben mir wirklich die Tränen in die Augen, wo es einfach so für mich gefühlt um ein Vielfaches schlimmer noch ist, wobei man das halt nie sagen kann, weil jedem einzelnen Betroffenen geht es in dem Moment einfach wahnsinnig schlecht. Und deswegen gibt es keinen schlimmer und besser. Ich glaube, das ist halt auch das, was viele Patienten plagt oder Betroffene, dass so etwas so abgetan wird. Ja. So, ach, stell dich doch nicht so an. Gelenkschmerzen hatte ich auch schon oft. Oder ja, Bauchschmerzen. Pff, mein Gott, ne, musst halt einen Tee trinken. Wärmflasche nehmen und ein bisschen Schwindel, ja, oder die Fatigue. Ich bin auch oft müde und ach, ich muss mich beim Mückenstich auch kratzen. Also, weißt du, so dieses einfach keine Akzeptanz aus der Gesellschaft zu finden, das ist, glaube ich, fast bei allen Mutmachgeschichten rauszuhören. Aber auch die Zeit davor, bevor man überhaupt seine Erkrankung nennt und weiß, dieses von den Ärzten zum Teil,
nicht verstanden zu werden, dass du einfach, oder nicht nur Ärzte, auch Therapeuten, Psychologen, also alles, was rund um diese Thematik eine Rolle spielt, weil manchmal gehe ich ja gar nicht zum richtigen Facharzt, so weit komme ich ja gar nicht. Sondern ich suche einfach Hilfe beim Psychologen zum Beispiel, weil ich ausgegrenzt werde irgendwann. Weil ich mich gar nicht mehr traue, mit meiner optischen Schuppenflechte überhaupt noch am Leben teilzunehmen, zum Beispiel. So, und das sind halt einfach Themen, dass diese ganze lange Reise der Verzweiflung einfach bei allen, fast überall identisch ist. Das geht von 6 Monaten bis zu 6 Jahren. Ja. Manchmal sogar 10 Jahre. Also ich habe seltene Erkrankungen, die wir halt auch mitbedienen unter den rheumatischen Erkrankungen. Das ist grauenvoll. Oder auch bei der Acne inversa. 10 Jahre brauchen diese Menschen. Was passiert psychologisch? Also was passiert mit dem eigenen Ich in diesen 10 Jahren? Was ist eigentlich dann noch schlimmer? Die Erkrankung oder die Psyche, die halt wirklich, ja, so wahnsinnig leidet? Und das, finde ich, kann man halt bei allen erkennen, dass man da wirklich alleingelassen ist. Mhm. Und jeder dann aber tatsächlich, so wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel, versucht mit seiner Erkrankung, wenn man die Diagnose hat, seinen Weg zu finden. So, mhm, die einen geben ihren Namen, die anderen ignorieren sie einfach, weil sie sagen, mir geht es jetzt so gut damit, ich weiß, wie es geht, ich habe eine Therapie, ganz pragmatisch. Die anderen beziehen sie komplett mit ein, die ändern ihr Leben komplett. So, ich glaube, bei dir hat sich ja auch so viel getan. Und das finde ich so wunderbar, dass man einfach durch solche Faktoren darauf hingewiesen wird, hey, änder was mit mir, der Körper schreit. Und das tun die meisten dann. Ja, das ist, glaube ich, dieser erste Schritt. Also bei mir war es dieser erste Schritt der Akzeptanz. Dass man halt mal beginnt, okay, das ist jetzt so, es gehört dazu, ich akzeptiere es, wie es ist. Ja. Und dann aber zu gehen, okay, was kann ich jetzt tun? Das ist erstmal diese Annahme und dann kann man in diese Veränderung reingehen. Und das bringt mich jetzt auf die zweite Frage, die ich ja noch stellen wollte. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Weil du strahlst mich heute an, du siehst aus, als geht es dir richtig gut. Was hast du dann für dich für Lösungen gefunden? Oder wie bist du danach, nach der Schwangerschaft dann weitergegangen, dass es dir heute gut geht? Also ich habe vor der Schwangerschaft tatsächlich, also da würde ich gerne noch mal einmal drauf, mhm, zu sprechen kommen, habe ich tatsächlich 2-mal versucht, ins Kloster richtig zu gehen. Wow. Es war eine total tolle Erfahrung. Ich habe gefastet, also das war alles, also begleitet, ne, also mit einer Fastenzeit und da war schon vor dem Kloster eine lange Vorbereitung und im Kloster selber war es dann halt mit alles rund um die Achtsamkeit und tatsächlich auch Schweigen, also nicht den ganzen Tag, aber man hat Phasen des Schweigens gehabt, das Handy wurde weggelegt und es war also ein absoluter Raum der Ruhe und der Stille, in meinem Leben irgendwie gar nicht vorzustellen. Und ich habe das wirklich, also sehr, sehr genossen, habe aber trotzdem festgestellt, dass ich immer wieder in meine Schübe danach verfallen bin. Also ich habe dann 3 Monate immer Therapiepausen gemacht, weil ich dachte, jetzt geht's. Und es hat halt nicht geklappt. Ich bin dann halt immer wieder in die Schübe verfallen. Aber es hat mir gezeigt, dass ich immer diese Auszeiten brauche. Leider habe ich es aber vor der Schwangerschaft nicht geschafft, das auch regelmäßig durchzuführen. Ich war vor der Schwangerschaft komplett im Business und war getrimmt auf, ich möchte einfach funktionieren und ich brauche so meine Bühne. Und deswegen habe ich mich sehr wenig damit beschäftigt. Und die Schwangerschaft hat halt sehr viel ausgelöst in mir, dass ich halt zum einen dieses kleine Lebewesen hatte, was mich brauchte, wo ich funktionieren musste. Und ich habe damit sehr viel geändert. Ich habe meine Rituale geändert. Ich habe mehr Zeit für mich eingeräumt, was natürlich sehr schwierig ist mit einem Kind. Ich habe meine Ernährung auch tatsächlich umgestellt. Ich bin in allem sehr viel bewusster und gesünder geworden. So. Und das ist natürlich, finde ich, auch ein gesellschaftlicher Trend, der zu erkennen ist. Also man wird so positiv mitgezogen von allem. Ja, ja.
Und das motiviert mich natürlich auch. Und halt einfach zu sehen, es bringt halt auch so viel. Und es ist, ob es optisch halt einfach ist, man sieht frischer aus, man ist klarer, man ist aufgeweckter, man ist einfach, man ist mehr Mensch, man ist mal mehr selbst. Ja. Das hört sich gut an, vor allem diese Achtsamkeit in den stressigen Alltag wieder reinzubekommen. Ja. Das fällt ja ganz, ganz vielen nicht leicht. Da würde ich mich auch dazu zählen. Nur wenn man einmal damit anfängt, glaube ich, gibt es keinen Weg zurück. Dann merkt man, was es mit einem macht und dass es wirklich wichtig ist, da auch gut auf sich zu achten und da in sich hineinzuspüren, was man gerade tatsächlich braucht. Genau. Und wenn du jetzt einen Rat an Patienten hast oder Betroffene von Autoimmunerkrankungen, was würdest du denen raten, welche Schritte sie gehen könnten, um so aus ihrer Krankheit ja, wieder rauszukommen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber um da in diese Akzeptanz zu kommen und dann sich vielleicht auch wieder mehr wohlzufühlen in ihrer Haut? Also natürlich IGV folgen. Und nein, also natürlich bietet Nick eigentlich all das, was ein Betroffener und auch was die Angehörigen benötigen. Ich wünsche und würde allen auf jeden Fall raten wollen, dass sie für sich erst einmal die Erkrankung akzeptieren. Dass man nicht den Kopf in den Sand stecken darf und sich davor verschließt. Weil ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Denn zum einen ist die Erkrankung da und sie arbeitet gegen einen. Man hat, auch wenn es nicht sichtbar ist, auch innerlich arbeitet diese Autoimmunerkrankung gegen einen. Und das sollte man ernst nehmen. Man muss aber auch so ein bisschen sein eigener Manager werden und versuchen, diese Erkrankung zu verstehen und sich nicht nur auf andere zu verlassen. Weil, also ich werde im Moment täglich natürlich auch mit politischen Themen konfrontiert, wie ne, die aktuelle Situation der Gesundheitspolitik ist. Und das sind natürlich alles Faktoren, die nicht schön sind, aber die sind im Moment aktuell nicht zu ändern. Und vielleicht stehen wir trotzdem immer noch sehr viel besser da als manche andere Länder. Aber vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, um zu diesem Weg zu kommen. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, sich halt tatsächlich auch mit Netzwerken zu beschäftigen, wie Nick e.V., wo vielleicht schon viel Hilfe geboten wird. Und vor allen Dingen auch, Nick empfiehlt dann ja auch weiter die Selbsthilfegruppen. Es gibt so wunderbare Gruppen über Social Media, aber auch in Präsenz, wo man sich dann auch nur noch um die eigene Erkrankung kümmert. Weil Nick versucht ja übergreifend alle Erkrankungen einmal kurz anzugehen. Aber dann irgendwann braucht man ja das eigene Thema. Und sich da einfach, sich selber als Betroffener wiederzufinden und sich zu öffnen. Und da findet man neben unseren Mutmachgeschichten ganz wunderbare Menschen, die schon weiter sind als derjenige, der vielleicht gerade kurz vor der Diagnose steht oder die Diagnose bekommen hat. Und dann für sich selber auch rauszufinden, möchte ich überhaupt kommunizieren? Also es heißt ja gar nicht, wenn ich eine Erkrankung habe, ich muss das meinem gesamten Umfeld erzählen. Wichtig ist aber für sich rauszufinden, wie ist es für mich befreiend? Was hilft mir? Ist es für mich wichtig, dass alle es um mich herum wissen? Oder bin ich der Typ eher, der einfach die Erkrankung verstehen muss, damit leben möchte und seinen Weg finden möchte? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach so diese Punkte für sich selber einmal abarbeitet. Und sich dann auch die Hilfe holt, die man braucht und schaut, in welche Richtung kann es halt gehen. Sei es jetzt ein Arzt, eine Selbsthilfegruppe, psychologische Beratung, Betreuung, Ernährungsberatung. Also gibt es genau, ja eine Facette an anderen Themen, die, ja. Genau, alles zusammen. Und ich glaube auch, auch wenn ich den richtigen Arzt dann gefunden habe, auch vielleicht nicht mehr mit der zu großen Erwartungshaltung reinzugehen, so wie es vielleicht früher mal war, mein Arzt muss alles für mich machen. Ja. Weißt du, ich finde, es muss Arzt-Patienten-Verhältnis muss vielleicht auch einfach auf einer Ebene stehen. Manchmal ist es auch so unfair, dass halt alles irgendwie auf die Ärzte abgewälzt wird. Ich glaube, ganz wichtig ist es halt, einen Arzt zu finden, der einfach die Diagnose stellt und einem helfen kann, wie man jetzt am besten therapiert
und wie man mit seiner Erkrankung klarkommt. Und alles andere sehe ich auch so ein bisschen in der Eigenverantwortung des Patienten. So, weil man kann nicht alles abwälzen und sagen, so, auch wenn der Arzt mir das nicht erzählt oder wenn der mir nicht hilft, da weiterzukommen, da ist man auch so ein bisschen in der Eigenverantwortung. Und durch diesen Dschungel dieser ganzen Autoimmunerkrankung und Information muss man sich ein Stück selber durcharbeiten. Und wie gesagt, du teilst ja auch so viel wertvolle Beiträge. Und da muss man so ein bisschen hinkommen. Und da versuche ich als Nick e.V. mit unserem Team die Menschen auch hinzuleiten, dass sie euch finden. Weil das sind nicht nur die Ärzte. Es gibt so viele wunderbare Menschen, die einfach helfen können in dem ganzen Dschungel der Autoimmunerkrankungen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, in diese Selbstverantwortung zu kommen. Das Doofe ist ja an der Selbstverantwortung, dann ist man ja auch wirklich für sich selbst verantwortlich und kann dann eben die Schuld nicht mehr auf andere schieben, wie zum Beispiel dem Arzt. Ne? Ja, genau. Aber das war bei mir halt auch so ein ganz großer Shift an, also vorher bin ich immer zum Arzt, also mir geht's jetzt schlecht, ich habe jetzt Neurodermitis an den Händen, ich brauche jetzt eine Creme, mach das mal wieder weg, so überspitzt gesagt. Ja. Und dann hast du die Creme genommen, bist rausgegangen und hast gesagt, das war's jetzt. Aber als es halt so richtig schlimm wurde und wenn man das dann auch mal ein bisschen überblickend aus so einer Vogelperspektive betrachtet, ist es halt viel, viel mehr als nur der eine Hautarzt, sondern es gibt dann noch so viel mehr, was da mit hineinspielt. Und der Hautarzt kann halt auch nicht kein Ernährungsberater sein, der kann kein Darmtherapeut sein und der kann auch nicht ein Psychologe sein. Ne? Dafür braucht es halt einfach auch noch andere Menschen, die einen da unterstützen können. Deswegen, da sind wir genau auf der gleichen Welle unterwegs. Und also man kann ja auch nicht der Hypnose vielleicht die Schuld geben, dass man es nicht geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören. So, also weißt du, so man muss selber auch wollen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen ganz tollen Body Reset Kurs gemacht, wo ich einfach 21 Tage einfach mal alles versucht habe, an Schlechten wegzulassen. Und das war natürlich ich selbst, die in der Eigenverantwortung stand, die das Ganze halt durchgestanden hat. Natürlich wurde ich ganz toll begleitet, und aber ich könnte natürlich ja nie dem den Vorwurf machen, wenn ich es nicht geschafft hätte. Ich muss es wollen und ich muss es schaffen. Und hast du es geschafft? Ja. Und wie ging es dir dabei? Richtig, richtig, richtig gut. Also ich strotze vor Energie und bin ganz froh, dass ich das wieder gemacht habe. Also kann ich jedem nahelegen, einfach mal so eine Reinigung durchzuführen. Ja, speziell für die Autoimmunkrankheiten auf der Haut habt ihr jetzt ja bald was ganz Besonderes geplant. Es finden jetzt ja bald wieder die Hautwochen statt. Und das ist jetzt, glaube ich, für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen richtig spannend. Und da die jetzt bald wieder stattfinden, möchte ich dir natürlich hier auch die Chance geben, nochmal ein bisschen zu erzählen, um was es sich da dreht, wie man sich das vorstellen kann und vor allem auch, wie man mitmachen kann. Ja, toll. Und zwar, also ich bin besonders stolz auf die Hautwochen, die mittlerweile ja schon also ein Ritual sind. Nach dem dritten Mal sagt man ja, es ist ein Ritual, glaube ich. Und wir kämpfen da sehr dafür, dass wir für Betroffene und Angehörige Aufklärung schaffen. Es ist 14 Tage geballtes Wissen rund um die Neurodermitis, um die Schuppenflechte und um die Acne inversa. Wir möchten aufklären, wir möchten das Verständnis aufbauen, warum es so wichtig ist, diese Erkrankung zu akzeptieren. Wir möchten ein Stück dazu beitragen, dass wir Autoimmunerkrankungen auch ein Gesicht geben und eine Bühne, dass es nicht solche Tabuthemen sind, dass man nicht mehr heutzutage in eine Stigmatisierung verfällt, denn das darf nicht mehr so sein. Wir haben wunderbare Influencer, die uns mit unterstützen, um das halt einfach als Multiplikatoren in die breite Masse zu verteilen. Aber das Sahnehäubchen der ganzen Hautwochen, und das macht es so einzigartig, ist, dass wir es als Nick ermöglicht haben, so viele Sponsorengelder reinzukriegen, dass wir allen Menschen die Chance geben, eine kostenlose Beratung bei Dermatogo zu bekommen. Dermatogo ist eine Teledermatologie-Plattform, wo nach meinem Wissen die besten Dermatologen drin sind, die auch wirklich Neurodermitis, Schuppenflechte bzw. Psoriasis und Acne inversa können und wollen. Denn das ganz große Problem ist ja, dass sehr viele Dermatologen das auch gar nicht als Schwerpunkt haben, was ja auch gar nicht schlimm ist.
weil jeder hat seine Schwerpunkte als Praxis. Aber es macht es so schwer, als Betroffener den Dermatologen zu finden, der das halt auch kann und möchte und die Zeit auch dafür hat. Deswegen finde ich die Teledermatologie so wertvoll. Und gerade natürlich bei Hauterkrankungen ist sie auch einfach anzuwenden. Und deswegen möchten wir 14 Tage lang allen die Chance geben, diese kostenlose Beratung zu nutzen. Denn es ist natürlich auch hilfreich für die, die aktuell einen Schub haben, aber erst in 6 Monaten ja, einen Arzttermin bekommen. Weil Dermatogo ersetzt nicht den Arzttermin vor Ort. Aber es ist eine perfekte Zwischenlösung, wenn ich ein akutes Problem habe oder wenn ich eine Erstmeinung brauche, um erstmal dann in ein paar Monaten zu dem nächsten Dermatologen zu kommen. Dafür ist das einfach perfekt. Und deswegen möchte ich alle ermutigen und einladen, ab dem 6.11. uns auf unserem Kanal zu folgen, auf Nick e.V. und einfach euch ja inspirieren zu lassen mit all dem, was wir haben. Am 6.11. findet auch unsere Kick-Off-Veranstaltung, eine Zoom-Live-Veranstaltung mit tollen Ärzten zu all diesen Themen statt, wo ihr auch live eure Fragen an die Ärzte richten könnt. Auch das wisst ihr selber, wenn ihr erstmal beim Arzt seid. Man hat seine 3 Minuten vor Ort, fallen einem alle Fragen hinterher ein, aber nicht, wenn man da sitzt. Und deswegen sammelt einfach eure Fragen gerne. An dem Tag habt ihr die Möglichkeit, im Zoom-Chat eure Fragen anonym reinzustellen oder auch sie vorab an uns zu schicken. Also ihr seid einfach als Betroffene und als Angehörige und Interessierte komplett im Mittelpunkt. Genau, ich bin am 6.11. ja auch dabei bei der Zoom-Veranstaltung. Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch mir schicken. Dann stelle ich sie ganz direkt an die Dermatologin, die dabei ist. Ich freue mich auch schon riesig auf das Event und auf die ganzen Hautwochen. Und es ist wirklich ganz großartig, was ihr leistet. Vor allem, dass ihr den Krankheiten ein Gesicht gebt, dass ihr sie auch immer wieder in den Mittelpunkt rückt und dass die Betroffenen einfach merken, dass sie nicht alleine sind und dass es wirklich Lösungsansätze gibt und keiner so sich in sein Schneckenhaus verziehen muss, sondern dass ganz viele Menschen da sind, die begleiten, betreuen und helfen wollen. Und deswegen riesengroßes Dankeschön an dich und dein ganzes Team für die Arbeit, die ihr mit Nick e.V. leistet. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz toller Beitrag für alle Betroffenen. Vielen, vielen Dank. Ja, also was ist unser Claim? Ist tatsächlich ja, wir sind der digitale Lotse. So aus, ne? Ich als Hamburgerin hoffe, dass sich ganz, ganz viele Menschen bundesweit mit Nick e.V. ja in den Hafen richtig lotsen kann, dass ihr all eure richtigen Kontakte und Informationen über uns findet und wir euch ein Stück weit helfen können, schneller in die Lebensqualität zurückzukommen. Ja. Das waren doch jetzt schöne Worte zum Abschluss. Von daher danke ich dir, Tanja, ganz, ganz herzlich, dass du heute hier dabei warst im Podcast. Und wir sehen uns dann in den Hautwochen. Ich freue mich sehr, Sarah, und danke, dass du auch mit dabei bist und ein Teil unserer Hautwochen bist. Sehr gerne. Ich hoffe, du konntest aus der Folge ganz viel für dich mit rausnehmen. Du bist motiviert und vor allem hast du jetzt die Gewissheit, dass du mit deiner chronisch entzündlichen Krankheit nicht alleine bist. Alle Informationen zur Hautwoche findest du auch in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zur Zoom-Veranstaltung, an der ich ja auch mit dabei bin. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch auch dabei sind. Da können wir uns auch dort sehen und austauschen und vor allem deine Fragen werden dann ganz direkt beantwortet. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist und sage bis dahin alles Liebe, deine Sarah.